Links von mir steht Markus Feil. Ich finde, es ist eine Riesenehre, dass er uns besucht. Hängt auf den größten Custom-Messen rum. Und hier, habe ich schon gesehen, fängt er an, Kisten zu pinstripen und airbrushen. Also wir haben natürlich die Chance wahrgenommen, dass wir nach Landsberg zur ersten Custom-Show da gekommen sind. Super Alex, super Ralf, super Team von SIP. Ja, wir machen jetzt ein bisschen live Pinstriping. Rennroller vom Felix. Kann man ein bisschen verfolgen, wie man ganz früher die Linien auf die Motorräder freihand liniert hat. Auch heute noch bei Rolls-Royce, Bentley und bei Harley-Davidson wird es genauso gehandhabt. Hallo, hallo. Angelo, kurz dazu, ist neu bei uns im Team, neu bei SIP Scooter Shop und er ist Italiener. Das heißt, er wird ein bisschen übersetzen, was der DLT spricht. Das ist der Dennis. Angelo, du übersetzt. Hallo Dennis. Ciao Dennis. Hey, buongiorno, guten Tag, sagt er. So, er wird uns heute erklären, wie die ganzen Getriebeteile funktionieren, genauso wie die Runnerwellen. Und wie alles verarbeitet worden ist, was für Materialien wir haben und wie es richtig eingebaut wird. Und er wird die Fragen, die gestellt werden, auch werden beantwortet. Beim Bene vom Studio 22. Bene kommt aus Landsberg und warum bist du heute hier? Ach, Freunde und Roller und Tätowieren und Lifestyle. Warum machst du denn sowas? Hast du irgendwie, ja, was würdest du sagen, Rollerfahrer, Tätowieren, passt das zusammen? Wo ist da die Verbindung? Rollerfahrer, Tätowieren, ich bin jetzt eher so der Harley-Freak, aber das macht ja nichts. Also im Grunde ist es einfach so, ich meine, das ist eine Veranstaltung von Freunden für Freunde und da bin ich gern dabei und dann meine eigene Heimatstadt, sollte man sich schon auch blicken lassen und mal ein bisschen dem Alltag entfliehen. Zuerst einmal wollen wir uns bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich hier kommen seid. Wir haben ja vor 16 Jahren zum letzten Mal eine Custom-Show gemacht, aber die war lang nicht so gut wie die hier.